Deshalb bin ich ja gerade habe ich mich ja gerade hingeportet, weil ich sehen wollte, was du da machst. Ja, das weiß ich ja auch, aber... Ach, nichts. Also die Zuschauer wissen, was gemeint ist. Die verstehen mich gerade. Ist allerdings gerade leicht, wenn man so drüber nachdenkt. Oh nein, nicht in die Lava springen, Julian, nicht in die Lava springen. In die Lava, springen in die Lava. Nein, garantiert nicht. Du wirst in die Lava schwimmen, springen. Du wirst in die Lava springen. Was ein bisschen blöd ist daran, wenn man die Teile in Geothermalgenerator steckt, man kriegt die leeren Zellen nicht zurück. Ah, danke. Jetzt hab ich 5 Stacks von Lava Shell. Ist natürlich immer wieder toll, was zu craften, wenn die Textur im Crafting Table nicht da ist und man einfach nur weiß hat. Auch gut. Haut ab, Pick-Zombies. Ich habe eine Schere und ich werde sie nutzen. Möglicherweise. Ich habe eine Schere und ich kann nicht damit umgehen. Ich baue mir gerade 80 Stacks Eisenfurnace, wenn ich gerade drüber nachdenke. Sinnvoll, ne? Mhm. Ich sollte lieber mal Kupfer und dieses... Also man muss sagen, in der Zeit, wo ich im Nether war, bin ich nicht rausgeflogen. Ich hatte keinen Lex. Das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen, würde ich mal so behaupten. Jetzt behauptet der auch noch einfach irgendwelche Sachen. Ja, was für eine. Ne? Ah, jetzt, oh, ich will nicht cheaten, ich will drauf. Dann stellst du doch auf Rezeptmodus also um. Ja, ich. Nein, weil das Witzige ist bei, als ich habe eine Zeit lang auf dem Feed the Beast Server gespielt, da ging Cheaten ja nicht. Und immer wenn man drauf geklickt hat, war es das gleiche, als wenn man R drückt. Also man hat auch das Rezept gesehen, deswegen bin ich das so gewohnt. Deswegen dann stellst du doch einfach auf Rezeptmodus, dann kannst du nicht cheaten. Ja, ja, passt schon. Aha, also willst du doch cheaten, du benutzt das. Oh mein Gott, ey. Und man kann auch cheaten, wenn man im Rezeptmodus ist. Hab ich, Das hätte ich an deiner Stelle jetzt nicht gesagt. Das hab ich gestern rausgefunden im, zumindest in Hexel war das so, das war irgendein Bug, da wollte ich ein Rezept nachschauen. Also ich war in Rezeptmodus und wollte dann Rezept oder wollte nachschauen, ob man mit irgendeinem Teil noch irgendwas machen kann, also weiter craften, aber es ging nicht und dann hatte ich auf einmal einen Stack davon. Vielleicht war das auch nur eine Bug-Anzeige, also nur verbuggt angezeigt, aber... Ja, ich bin durch die Tür gekommen. Nein. Oh toll. Nein, ich... Also... Weißt du, ich zieh meine Rüstung aus und frag mich dann, wieso ich nicht mehr so schnell laufen kann, wenn ich Q drück. Schön. ich brauch meinen Generator. Du hattest doch eben einen, wir haben doch eben diesen Generator auf dem Weg gefunden, ne? Der mystischerweise da oben lag. Kann ich den vielleicht? Der liegt in der Fabrik drin, also du kannst da gerne hingehen und dir irgendwelche Sachen rausnehmen, die da gerade übrig sind. Also ein Generator ist bestimmt übrig. So viele Eisenfurnaces, wie ich gerade hergestellt habe. Okay. Jetzt brauche ich noch da. Fabrik ist wo? Ich bin der weiße, der weiße Klotz. Ach so, ja, okay, ich geh mal. Obwohl, nee, passt schon, ich habe jetzt einen Geothermal, brauche ich keinen normalen. Also, wenn du Eisenöfen brauchst, da sind genug. Das glaube ich. Kann passieren, wenn man das ganze Inventar voller Eisen hat und das dann alles da reinpackt. So. Full Energy, würde ich mal sagen.
So, was können wir denn jetzt? Komm, wir machen mal. Und jetzt kommt da Kupfer rein. Was sollen wir jetzt machen? Show, Kupfer. Farbkombination des Jahrhunderts. Das Blöde ist allerdings, wenn man das so, Bett? Ah, ich muss noch kurz warten, Moment, ich meine. Das ist blöd, wenn man mitten im Satz vergisst, was man sagen wollte. Ja, das ist sowieso vorteilhaft. Hä? So. Drum. Hä? Das mache ich immer. Glaub mir, du willst nicht meine normalen Skylines-Folgen sehen, nee, aber das ständig. Wieso konntest du schlafen, obwohl ich nicht? Keine Ahnung, ich weiß. Normal geht es bei mir auch, aber gerade vorhin ging es bei mir nicht. Obwohl, nee, ich glaube, da hieß es, das war noch nicht Nacht. Ah. Egal. Letzte Aufnahme, also als du letztes Mal dabei warst, ging es auf jeden Fall nicht. Das weiß ich noch. Aha. Ah ja, genau, da ging es nicht. Das weiß ich auch noch. Hey, was, wie macht man denn? Dann halt nicht. Hä? So, ganz, Alter, mein Inventar ist so zugemüllt. Psst, warte, wie baut man denn? Ach so, immer noch. Hat noch nichts geändert. Uff, Tatar. Okay, ich glaube, die Kiste wird auch gleich überlaufen. Sollte. Ach so, ich wollte ja in der. Ach nee, warte erstmal. Was war nochmal das, was schneller machte? Overlocker abgeben. Overclocker, ne? Ja, glaube ich, oder? Ja, ist doch egal. Ist doch jetzt überrascht. Ja, es heißt Overclocker. Extractator, hast du? Ja, ich hab sogar einen Zentrifugen-Extractor, aber da ist gerade Zeugs drin, aber jetzt sollte eigentlich fertig sein. Oh verdammt, man kann keine Doppelkisten aus Eisen machen, das ist ja voll behindert. Ich dachte, das geht. Und durch Sturm! Ja, ich bin durch die Tür gekommen. Ja, ja, ja. Ich freue mich jetzt jedes Mal, wenn ich durch die Tür komme. Oh, ich muss wieder. Und so. Juhu! Also langsam wird's echt witzig, immer rauszufliegen. Tja, solange man es mit Humor nimmt, geht's ja. Eben. Sowieso das Wichtigste. So. Was haben wir da vorne? Hä? Alter! Hä? Wie sind die jetzt alle in die Kiste gekommen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Egal. Vielleicht ergibt es doch Sinn und ich verstehe es bloß nicht. Das kann natürlich sein. Das ist so nervig, okay, das ganze Zeug umzuwandeln. Besonders wenn ich... Ach nee, das war gar nicht... Ausnahmsweise bin ich... Habe ich mich nicht unnötigerweise hin und her teleportiert. Ah, du bist auch so einer, der Sachen gerne macht, ja, unnötigerweise. Weil ich das Gefühl habe, irgendwas, dass ich hier schon fertig bin, aber irgendwie auch nicht. Anscheinend dann. So. Kupfer, Zinn brauche ich als nächstes. Zwei Kupfer-Kabel brauche ich sowieso. Warum mache ich die Tür eigentlich immer zu? Auswendig lernen. Warum gehe ich hier rein? Ah, da ist. Ah, das mache ich lieber anders. So, dann kann ich mir jetzt eigentlich ein bisschen. Guck
Kupfer rausnehmen, sollte funktionieren. Das dann da hinten reinpacken. Weil theoretisch sollte das jetzt gehen. Sollte. Ich hab das schon mal rausgenommen. Soll ich es irgendwo in eine Kiste tun? Oh, warte, bleib mal stehen. Das. So. Ah, oh, lol. Das ist echt langsam. Langsam wird's crazy. So. Brauchst du den gerade? Ja. Okay. Kühlzellen. Ist aber gleich fertig. So, was brauchst fertig. Du denn Kühlzellen? Ach ja, stimmt. Ein Overclocker-Upgrade. Braucht man da noch? Nee, braucht man nicht. Finde ich gut. So. Da ich gerade. Ja! Da ich gerade durch die Tür gekommen bin. Ja, warte. Moment. Ich pausiere mal kurz Aufnahme. So. So, weiter. Nächste Aufnahme. Wie lange habe ich die jetzt? Habe ich die gut getimed? Das wäre natürlich jetzt hier bombenmäßig. Moment. Oh. Moment, warte mal. Und auch zu sehen, vertauscht, wann du aufnimmst und wann du nicht aufnimmst, ist mir auch schon mal passiert. Nein, warte, Moment. War nicht einfügen, was mach ich denn? Nein! Moment. Ja, okay, passt. Alles gut. So, jetzt aber nächste Aufnahme bei mir. Ich werde das nachher sowas von nicht finden und mich fragen, wo ich das hingepackt habe, aber egal. Da nicht einfach runter. Moment, ich sollte das langsam mal auswendig lernen. Mensch. Ja, ich wusste es doch. Diesmal kann ich so. Craftest du ein Crafting Table? Ja, bin ich. So richtig erkannt. Ah, leckst mich doch am Arsch. Ah. So. Bisschen Kupfer. Mal die Sachen einsammeln. Warum ploppen die da einfach raus? Verstehe ich nicht. Was soll das? Hab ich denen das erlaubt? Ich glaube nicht. Ach, wer weiß.